Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park mit Miriam. Hi. Das dauert aber auch immer bei dir, ne? Ja, ich habe gerade Kaffee getrunken. Das hast du davon. So, was ist denn passiert, Miri? Schaut mal, wie groß die schon geworden sind. Genau, unsere kleinen Babybrachios sind gewachsen. Oh, und schön. Es wird euch wahrscheinlich auffallen, hier stehen auf einmal ganz viele Bäume drin. Genau. Die habe ich hier letztens angepflanzt, weil den Brachios das irgendwie noch nicht so ganz hier gefallen hat. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und die mögen halt sehr gerne Bäume und diese Pflanzen darunter. Deswegen habe ich da mal ein paar von hier ins Gehege gesetzt. Ja, sehr, sehr schön. Also die Brachios gefallen mir richtig gut. Die sind auch ruhig. Die kommen auch zu einem, die gucken einen an und so. Das finde ich voll süß. Hallo. Und die sind jetzt schon echt groß, ne? Also ich glaube, die werden noch über den Zaun hinaus wachsen, kann das sein? Aber wenn der Hals rüber gucken kann über den Zaun, ist an sich auch nicht so schlimm. Ich hab dir gesagt, die werden groß, ne? Guck mal, wie sich da oben drauf stellt. Ja, du kannst ja mal gucken, wie alt die sind. Hast du das Buch mit? Nee, leider nicht. Bin aber auch gerade im Creative Mode. Aber das ist noch hinten. Ist jetzt auch egal erstmal. Ja, möchtest du den Weg hier so behalten, wie der jetzt ist? Oder willst du das eben haben? Oder? Puh, gute Frage. Also, wir haben ja hier angleichen? Oben das mit der Scheibe so ein bisschen erhöht. Aber ich glaube, wenn das hier eben ist, mal ein Stück, wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Dass man da wieder hochgeht oder so? Weiß es nicht. Also, ich glaube, wenn wir hier mal eben durchbauen, wäre nicht verkehrt. Weiß nur nicht, ob das dann hier mit der Treppe zu dem Haus hinkommt. Aber das kriegst du ja hin, oder? Ja, das werde ich schon noch machen. Dann ja, dann würde ich sagen, machen wir das halt eben. Erstmal hinkommen. Vielleicht können wir dann auch dieses Ding hier noch einen runtersetzen. Das hier, dass das hier im Gehege auch nicht hochgeht an der Ecke. Oder? Mhm. Das wäre vielleicht eine coole Idee. Ja, machst du dann den Weg ein bisschen weiter? Können auch den Weg hier nur so machen, damit man hier die Dinosaurier noch angucken kann. Könnte man hier auch enden lassen. Ja, würde ich so machen, weil wir könnten das Café hier hinsetzen und dann hier so eine kleine Terrasse und übers Wasser vielleicht eine kleine Terrasse. Weißt du? Ja, ist eine coole Idee. Wenn die Leute von der Terrasse können, dann praktisch hier wieder auf den Weg zurückgehen. Ich frage mich ja, ob wir auf dieser Seite mal nicht mit diesem Zaun arbeiten, sondern mit der Hecke mal so ein bisschen. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Welche hatte ich denn genommen? Es gibt auch verschiedene Hecken, ne? Vielleicht wollen wir mal ein paar ausprobieren. Wo ich denn jetzt die Akazien, Schwarz, Dschungel, Birke. Probieren wir mal die vier aus. So sehen halt Hecken aus. Wie viel Gras hier ist. Alle so ein bisschen unterschiedlich Farbe. Ich finde aber tatsächlich die hier, glaube ich. Ne, die war das nicht. Die hier finde ich am schönsten. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht, hier eine Hecke hinzumachen. Nicht, wie das aussieht. Okay, es wird gerade Nacht. Man könnte auch erst einen Zaun davor machen, dahinter noch eine Hecke. Andersrum, ich weiß nicht, ob das cool ist. Findest du das hier mit der Hecke? Hier könnten wir auch statt dem Zaun eine Hecke vielleicht hinmachen. Ach, weil der Zaun immer so blöd connected dahinter, ne? Mhm. Ja, wollen wir mal probieren. Also da natürlich muss dann noch Gras unter. Aber die Hecke connected auch. Oh, das finde ich aber nicht so schlimm. Kannst du sogar höher machen, die Hecke. Und theoretisch. Auf dem Steinboden macht er eh keinen Sinn mit der Hecke, ne? Also ein niedriger sieht auf jeden Fall besser aus. Aber der Steinboden muss noch weg darunter. Macht keinen Sinn, dass eine Hecke auf einem Stein wächst. Hast du gerade Erde am Start? Na, hier ist natürlich ein bisschen doof, finde ich. Dass du die Treppe hast und dann... Willst du nicht diese Treppe nach oben ein bisschen später machen?
Oder findest du das hier nicht doof mit dieser Ecke? So Treppe an Treppe sieht irgendwie komisch aus. Ich finde das halt so schöner, wenn das da so ein, also einen später macht, weißt du? Irgendwo, dass du hier erst hochgehst oder noch einen weiter hinten. Müssen wir mal gucken, wie man das hier gestaltet. So sozusagen, genau. Du musst auch beachten, wir haben da hinten immer irgendwas untergemacht unter die Treppe, das dunkle Holz, ne? Ja, das mache ich gleich. Wie heißt denn das nochmal? Holz. Schwarz war das, ne? Schwarzbuchen oder was auch immer das ist. Schwarzeichen. Ja. Genau. Soweit geht das echt fix hier mit dem Bauen, nicht schlecht. Ja, so finde ich schöner. Müssen wir nur gucken, wie wir das hier mit der Hecke machen. Kannst du hier aber... Oh! Jetzt gleichzeitig. Wir können auch einfach hier die Hecke 2 hoch machen und mal ausprobieren, wie das aussieht. Ich finde das eigentlich nicht schlimm. Und so? Ich finde es so besser, glaube ich. Ja. Die Erde nicht. Was machen wir hier hinter? Ach, hier muss auch noch... Können wir noch einen Mülleimer hinmachen. In die Ecke. Dann ist jetzt die Hecke. So. Sehr, sehr gut. Da kommt natürlich noch... links unter... links. Perfekt. Sieht doch schon ganz gut aus. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier für so eine Dreierbank entschieden. Ich mache jetzt hier in die Ecke noch eine Laterne. Dann sollte das passen. So. Dann bin ich damit zufrieden. Hier geht dann nochmal der Weg ab zu Miris Café. Das möchte sie irgendwo hier hinbauen. Und ja, nimmt auch schon alles hier ganz gut Gestalt an. Ich bringe jetzt mal eben die Sachen rüber, die ich mir nicht ercheaten darf. Dann kann ich nämlich wieder rumfliegen und in den Game Mode. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so weit weglaufe. Aber ist halt so. So. Und jetzt kann ich nämlich wieder ein bisschen besser hier bauen. Sieht aber cool aus mit der Hecke, muss ich sagen, Miri. I like that. Finde ich auch. So, Leute. Miri hat jetzt mal kurz den Grundriss vom Café soweit eingezeichnet. Du kannst ja nochmal kurz erklären, was du jetzt hier genau geplant hast. Ich finde, das sieht schon von oben echt cool aus hier, was wir gebaut haben. Ja, also da, wo jetzt die Grasblöcke stehen, ist jetzt ungefähr der Grundriss. Das kann sich auch noch ändern. Dann also wollte ich halt hier... dieses Viereck, das ist das Gebäude sozusagen. Genau, und hier wollte ich dann so eine Außenterrasse machen, wo man dann hier den Weg ablaufen kann, ne? Mhm. Um wieder zurückzukommen. Und hier so leicht über dem Wasser vielleicht. Ja, das wäre cool mit so Stützen und so, ne? Ja. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich überlege gerade, ob ich nicht ein... Weil ich bin richtig scharf darauf, ein... Oh, das da vorne bietet sich ja fast dafür an. Ein Wasserdinosaurier-Gehege zu bauen. Ich habe da eine sehr, sehr coole Idee. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, das werde ich hier in dieser Höhle machen. Werde die noch ein bisschen ausschmücken. Und genau daran werde ich mich jetzt machen. Dafür muss ich natürlich jetzt auch gucken, dass ich hier einen Weg abgezweigt kriege. Ich denke mal, ich baue ein... Der Leo Pleurodon. Ist das nicht ein Wasserding? Boah, ich habe keine Ahnung. Kannst du mal eben googeln? Mhm. Problem ja, ist auch, das darf nicht so groß werden. Wie groß wird das der? Oder ist aber, ich glaube nicht, glaub nicht, dass er freundlich ist. Ja, das muss er ja auch nicht sein. Das ist nicht schlimm. So, Miri hat nochmal ein paar Sachen rausgefunden über den Leo Pleurodon. Kannst du ja nochmal eben einmal am besten erklären. Ja, das ist ein extrem gefährlicher Saurier. Und der wird 6 Blocks lang und 1 Block hoch, also auch nicht gerade klein. Ja, aber ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben auch eine Nautilus-DNA, ne? Der Nautilus ist, glaube ich, so eine Muschel. Vielleicht sollte ich die erstmal machen, weil das wird hier, glaube ich, ein bisschen klein werden. Zumindest ja, die so, wird nur 1,5 Blocks lang. Ja, aber davon haben wir nur eine, ne? Also so ein Leo Pleurodon, da würde halt
einer reichen, sage ich mal. Aber beim bei dem Nautilus wäre das natürlich ein bisschen klein, denke ich. Wie ich mir das halt vorstelle, also ich kann es mal kurz erklären. Also das mit der Höhle hier finde ich sogar schon sehr, sehr cool. Hier müsste man dann einen coolen Höhleneingang machen und dann irgendwie so ein... Ja, das können wir gleich am besten bauen, dann seht ihr das, wenn ich das jetzt erkläre. Ein bisschen schwierig. So, ich baue das Ganze jetzt mal mit Steinziegeln, weil da hat man wenigstens ein bisschen mehr Variation, was, naja, ihr seht ja schon, da hat man wenigstens Stufen und so ein Kram. Finde ich immer ganz cool. Ist das nicht alles so glatt, dann kann man da ein bisschen die Form besser anpassen. Na, ihr seht schon, das sieht jetzt schon auf jeden Fall besser aus. Kann man die eigentlich auch verkehrt rum da rein machen? Ich glaube nicht, ne? Schade. Aber so geht das, denke ich mal schon. Ist schon ein cooler Eingang. Sieht auf jeden Fall besser aus. Vielleicht kann man ja trotzdem den Bemoosten nehmen. Ne, das sieht nicht aus. Dann müsste ich hier auch den normalen Steinziegelzaun. Gibt es den überhaupt? Doch, keine Ahnung. Gibt es keinen Steinzaun? Ach, der heißt anscheinend nicht Zaun. Stein. Doch, da. Bruchsteinmauer heißt das Ganze. Aber gibt es das nicht auch in normalen Stein? I don't know. Ja, wie sieht das denn aus? Das sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber das passt schon. Ich hoffe, wir kriegen das gleich gut hin mit dem Eingang. So, machen wir mal so. Sollte eigentlich reichen. Vielleicht können wir auch noch hier was anderes untermachen. So. Das wäre jetzt sozusagen der Eingang in den Bereich. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Nehmen wir die Fackeln hin. Da geht's dann rein. Jetzt müssen wir hier erstmal den Berg allgemein so ein bisschen ausbauen. So Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Sieht doch schon relativ natürlich aus, so der Gang in die Höhle, oder? Der Eingang? Finde ich schon sehr, sehr cool. Und dann können wir nachher natürlich die Höhle noch erweitern und so, wenn wir mehr Platz brauchen. Kommt aber natürlich sehr stark darauf an, welchen Dinosaurier wir im Endeffekt dann hier reinmachen werden. Ja, ist gerade noch sehr, sehr klein hier natürlich. Aber das werden wir von innen auf jeden Fall noch um einiges erweitern. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz bei Miri vorbei und schauen mal, wie weit die so ist. Optimiere gerade noch. Ja, ein interessantes Dach. Ich habe hier gerade mal, ich hatte gerade alles in dem Stil. Ja. Ich habe gerade mal ein paar dunklere Elemente da ins Stil gemacht. Einfach umgedreht, die Baumstämme wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, cool. Dass wir dann sozusagen... Aber da kommen ja auch noch Fenster rein und es kann auch sein, dass mir der Platz innen drin nicht reicht, dass ich dann noch größer mache und so. Ja, ist doch schon cool. Tob dich mal weiter aus, ich tob mich auch weiter aus. Ich mach mal kurz Tag. So. Man könnte auch hier... Und dann geht's weiter. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal anfangen, hier innen so ein bisschen schon mal... das hätte ich gar nicht abreißen müssen. So zu bauen, wie ich das gerne hätte. Ja, wir dürfen halt nicht zu viel Wasser verschwenden, sage ich mal. So, wir machen das mal weg, weil dann kann ich doch hier schon mal eine Reihe hochgehen. Wieso habe ich es weggemacht? Das macht halt keinen Sinn. Wir nehmen hier auf jeden Fall auch Holz wieder. Treppen sind das, glaube ich, ne? So heißt die genau. Oder machen wir Stein? Ich glaube, ich nehme Holz. Wir nehmen die dunkle Holztreppe. Könnte ganz cool aussehen. Ja. Weil hier soll es ein bisschen hochgehen auf jeden Fall. Ja, ist natürlich sehr, sehr dunkel hier drin. Dass es jetzt regnet, macht es auch nicht leichter. Aber Miri ist ja schon da und kümmert sich darum. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich will noch ein weiter zurückgehen mit der Treppe, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen halt aufpassen später mit der Decke. Oder wir gehen erstmal rein in die Höhle und dann links erst. Ich glaube, das sieht cooler aus, wenn ich das so mache. So, dass man sozusagen
erstmal hier reinkommt. Dadurch verschiebt sich natürlich alles noch ein bisschen nach hinten, aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So. Und dann hier die Treppe hat. War natürlich jetzt unklug, dass ich meine Schaufel hier ausgepackt habe. Aber ich habe hier auch echt ein schlechtes Inventarmanagement, wenn ich ehrlich bin. So. Und dann später geht man dann hier so hoch. Kann gut sein, dass wir gleich hier ins Tageslicht, aufs Tageslicht treffen. Das ist aber an sich auch nicht so schlimm. Ich sollte hier vielleicht schon mal, wie ist denn das, wenn ich hier einen halben Block drauf mache? Ist dann da noch Wasser unter? Ja, perfekt. Das ist natürlich super. So, und dann geht's hier ein Stückchen hoch. Hier müsste man dann schon aufpassen, wenn hier Wasser ist. Ich glaube, die Saurier, die können auch sogar durch Zäune durchbeißen und so, ne? Weil die teilweise da dann den Kopf durchstecken, kann das sein? Bitte nochmal. Die Dinosaurier, die können, glaube ich, auch teilweise durch Zäune durchbeißen, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Das ist nicht gut. Das macht das ganze Unterfangen, was ich hier vorhabe, wesentlich schwieriger. Wir das natürlich beachten müssen. So, wir werden vielleicht auch das Wasserlevel hier ein niedriger machen müssen, weil wenn die wirklich da durchbeißen können... Ja, außer ich nehme natürlich keinen Fleischfresser. Ich denke mal, diese Muschel, die wir da hatten, die wird kein Fleischfresser sein, oder? Weil ich glaube, für diesen Liopleurodon wird der Platz hier bei mir einfach nicht ausreichen. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann nehme ich vielleicht die Nautilus-Dinger. Aber da könnte das schon eher passen. So. Ja, irgendwann wird man, denke ich, verstehen, was ich hier im Allgemeinen vorhab. Da muss ich auf jeden Fall die Höhle noch um einiges erweitern. Ich hoffe, ich kann hier noch eine Stufe hochgehen. Ja, das muss ich nachher mit dem Berg dann angleichen. Das macht ja soweit nichts. Ich frage mich halt, wie hoch die Chance ist, nochmal so einen zweiten Nautilus zu bekommen. Oder einen dritten noch. Obwohl zwei reichen schon, Männchen, Weibchen, dann vermehren die sich, ne? Oder wie war das? Ich glaube, ja. Nee, Nautilus vermehren sich nicht. Warum? Die haben kein Geschlecht. Die haben kein Geschlecht, oh. Okay, das ist natürlich gar nicht mal so gut für uns. Wenn ich ehrlich bin. Ja, vielleicht kriegen wir den Diopleurodon runter, ich weiß es halt noch nicht. Kommt halt ganz drauf an. Im Prinzip können wir in diese Richtung noch mega weit gehen, weil hier nichts ist. In die andere Richtung können wir nicht weitergehen, weil da unser Haus ist. Das ist doof. Das wird jetzt hier ganz viel Buddelarbeit. Ja Leute, ich habe hier noch ein Problem gerade bemerkt. Ja, ich muss ja eigentlich noch einen Breiter bauen, weil wenn ich hier ein Geländer hinmache, das soll natürlich später so ein Weg hier werden, das habt ihr ja wahrscheinlich schon erkannt. Ist es aber sehr, sehr schmal. Aber man könnte, das würde rein theoretisch reichen. Könnte natürlich auch Glas hinmachen, Glasscheiben. Glasscheiben, schauen wir doch mal, wie das aussieht. Bin ich mal sehr gespannt. Das Schöne an Glasscheiben ist ja, man kann immer durchgucken. Nur doof, dass man die mittig platzieren muss. Hier mal hier Glas drauf. Glas ist natürlich an sich später besser. Das würde eigentlich gehen, oder? Wenn hier dann Glas hat. Ich hätte natürlich gerne das Glas. Wie ist denn das mit Glasblöcken eigentlich? Wie sehen die denn aus? Die sehen nicht so nice aus zum Durchschauen, ne? Kannst du auch benutzen, die sind dann halt ein ganzer Block, ne? Na gut, bei unserem Texture Pack sieht man das Glas ja kaum. Das geht ja sogar. Natürlich cooler, dann hätte man hier mehr Platz, aber es würde natürlich Platz verloren gehen von dem Wasser da unten für das für den Dinosaurier dann später. Das wäre auf jeden Fall auch eine Lösung. Ich will halt diesen Weg hier einmal um das Wasser rumführen. Das ist so das Ziel. Und da drin soll dann halt ein Dinosaurier sein. Jetzt mal hier noch hin. Das ist halt nur platztechnisch sehr, sehr knapp alles. Ich könnte natürlich das Wasser wirklich noch vom Niveau her ein, zwei runtersetzen. Dann würde das, glaube ich, gehen.
So, ich habe das Wasser jetzt erstmal hier abgelassen, habe das Ganze ein bisschen gesenkt. Das wird auf jeden Fall helfen, denke ich. Aber wir können jetzt mal schauen, dass wir das hier gleich vernünftig irgendwie schon mal am Rand hier gestaltet kriegen. Glaube, ich will auf jeden Fall, dass wir. Halbe Holzblöcke gibt es aber, ne? Ja, die gibt es, das ist gut. Machen wir mal eben so. Ne, hier kann ich leider keine hinmachen, das würde halt doof aussehen. Ich muss aber tatsächlich hier auch noch das Glas ein bisschen runter machen. Wenn man das sonst sieht. Geht leider nicht anders. Auch wenn das natürlich Platz für den Dino dann wegnimmt im Endeffekt. Aber das ist ja. Muss auch sogar von dieser Seite her gut aussehen, eigentlich. Ich könnte auch. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir könnten eigentlich auch hier schon Holz hin machen. Würde vermutlich besser sein für uns. Jetzt so mache. Geht ja klar. Hier müssen wir sogar noch mehr Glas machen. Hier sieht man nämlich noch die Ecke. Möchte ich halt gerade vermeiden. So, ich habe jetzt hier nochmal ordentlich freigeschaufelt, wie ihr seht. Versuche jetzt erstmal hier den Boden von diesem ganzen Becken ein wenig anzupassen, sodass mir es gefällt. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Etage tiefer gehen sollte oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Aber wir müssen ja trotzdem die hier ausheben, weil ich die austauschen will vom Bodenmaterial, aber ich will auch, dass das noch so ein bisschen, ja, natürlich aussieht. Wie es geht zumindest. Hier könnte ich sogar noch halbe normale Steinziegel unter. Ne, geht das gar nicht? Geht gar nicht. Wieso nicht? Wieso kann ich jetzt hier keinen halben Block untermachen? Das ist ja verwirrend. Kann man das nicht mixen? Ne. Ah, okay. So, ich komme jetzt mal zu dir rüber. Ich weiß, ich könnte hier nur so einen machen, dann mache ich das doch. Ja, kannst du machen. Ich kann auch gleich nochmal bei dir schauen, was da jetzt, was du da gemacht hast. Cool, ja. Fällt dir der Eingang? Natürlich gerade der Berg ein bisschen abgerissen Wie? und offen. Ja, hört mir schon gut. Weißt, das mit dem Glas ist halt nicht ideal so, aber ich weiß gar keine andere Lösung. Ich hätte halt auch ein Geländer machen können, aber dadurch verlierst du halt noch mehr Platz so und Sicht, weißt du? Den Rest machen wir mit Stein und dann gucken wir mal. Ja, warum nicht? Sieht nice aus, der Boden. Jetzt brauchen wir einen Wassereimer. Wassereimer. Und damit befüllen wir dann mal das Ganze. Oh Gott. Das ist hier ein Akt. Glaube, ich hab's aber bereits schon. Oh nein, das wollte ich. Ah, RIP. RIP, 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 RIP. Da muss nochmal weg. So. Okay. Sieht doch schon ganz gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht hätten wir das sogar. Meint ihr, wir können noch eine Reihe höher gehen mit dem Wasser? So sieht das Ganze jetzt aus. Ich find's cool. Also man kommt dann sozusagen hier rein. In die Höhle, die ist natürlich gerade nicht mehr dicht, die Höhle, die ist ganz schön offen. Und dann hat man hier das Wasserbecken und da wird dann ein Dinosaurier drin sein. Weiß gar nicht, ob die einen hier durchbeißen könnten, Fleischfresser oder nicht. Aber ich finde es cool für so ein erstes ja, Wassergehege in so einer Höhle. Jetzt muss ich natürlich die ganze Höhle hier noch auskleiden und so. Aber ich schaue nochmal kurz bei Miri vorbei. Oh, da hat sich ja schon richtig was getan, Miri. Nice. Sehr, sehr schön. Bäume gepflanzt. Eine Tür. Oh Gott. Ist ja eine richtig coole Tür. Nice. Was ist das hier, das Weiße? Das ist ein Banner. Da kannst du dir darauf vorstellen, steht die Speisekarte drauf. Ah, kann man da noch was draufschreiben? Nee, leider nicht. Ach, schade. Gibt's das nicht so wie Schilder zum Beispiel? Da kann man auch was draufschreiben. Ja. Aber sehr, sehr schön hier mit den Ventilatoren. Dann hier eine Küche. Hier bin ich gerade erstmal
noch am Machen. Das ist schon super. Und dann so eine Western-Tür. Wie cool ist das denn? Und hier Tische. Sehr, sehr nice, Miri, was du da baust. Ja, die Miri, die hat es echt drauf, was Minecraft angeht. Ah, und dann hast du hier den Weg rausgemacht. Finde ich auch cool, dass du hier die Wegfarbe anders gemacht hast. Nice aus. Sehr, sehr toll aus. Ach, gefällt mir. Und hier hinten wolltest du ja auch noch später eine Terrasse machen, ne? Auf der anderen Seite. Ja. Und so sieht das Ganze momentan aus. Also, der Berg muss natürlich hier noch gebaut werden. Ich habe mir jetzt mal Miri als Unterstützung geholt. Die wird mir jetzt ein bisschen bei der Dekoration und so helfen. Und ich wollte dich nochmal was fragen. Wie findest du eigentlich die Idee, wenn wir hier später oben, also jetzt nicht so offen lassen, sondern so ein kleines Tageslichtbeleuchtung sozusagen offen lassen da drin, oben in der Decke? Könnte man ja auch mit Glas machen. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Dass die auch ein bisschen Tageslicht abbekommen. Die Nautilusse wollten wir da reinmachen, ne? Und genau, dann geht man hier rein und dann kann man hier die Nautilusse begutachten. Finde ich eigentlich schon ganz cool. So, wir haben jetzt alles ausgetauscht. Finde ich persönlich schöner. Du auch, Miri? Miri macht schon wieder den Boden kaputt. Das, was sie am besten kann. Oh, du hast jetzt den Dings direkt kopiert. Das ist natürlich smart. Den Block. Ja, Mausrad ist episch, ne? Dass das geht. Wusste ich gar nicht. So, jetzt gehen wir mal rein. Also ich finde die Beleuchtung halt noch nicht so ideal. Ich will es halt nicht zu dunkel haben, aber auch nicht zu viel. Viele Bänke hier sind. Ja. Alter. Willst du sonst da hinstellen? Ist das too much? Ja. Okay. Also finde ich schon. Ja, dann lass welche wegmachen. Würde sich anbieten, die hier wegzumachen. Bei den äußeren zum Beispiel. Wir können ja jede Seite eine machen. Was hältst du davon? Du kannst hier eine machen, da drüben zum Beispiel zwei und da eine ein. Ja, das können wir auch machen. Aber ich weiß nicht, ob das hinkommt von den Blöcken her, dass das mittig ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind das. Wir könnten eine Dreierbank machen, wenn wir wollten. Wollen wir das machen? So. Dann. 1, 2, 3. Oh. Ja, du bist, glaube ich, nicht ganz mittig. Du musst noch einen nach rechts, von mir aus gesehen. Dann sollte das passen. Dann können wir auch die Fackeln einfach neben die Bank machen, so, oder? So. Und dann kann man hier noch was wegmachen. So müsste richtig sein, oder nicht? Ja, willst du die mittig dann darüber machen? Ich hätte jetzt so gesagt daneben. Hä? Die Fackeln habe ich jetzt so gemacht. Und ach so. Ganz schön so. Okay. Und dann hier hinten zwei, oder was? Das wäre natürlich auch möglich. Ist das überhaupt mittig hier? Was ist hier denn? Ach so. Ach so, das ich stelle gerade Blumentöpfe hin. Ah. Okay. Kann man da auch Blumen reinmachen? Ja, da ist eine drin. Hier gar keine Blume drin. Was? Ehrlich nicht? Hier gar keine. Moment. Jetzt sehe ich eine. Okay, du wirst wahrscheinlich gerade eine andere da reingepackt haben als ich. Eine weiß-gelbe. Ja, ich habe jetzt eine blaue da reingemacht. ETF? Jetzt sehe ich die blaue. Okay. Keine Ahnung, was das war. Und hier drüben ist eine weiße jetzt. Die sehe ich nicht. Jetzt sehe ich sie. Ja, wunderbar. Dann haben wir unser Nautilus Gehege fertig. Sieht cool aus. Auch mit dem blauen Glas da drüber. Finde ich nice. Jetzt müssen wir nur den Nautilus ausgebrütet kriegen. Wollen wir das mal versuchen? Oh, was ist das denn hier? Nautilus-Eck. Okay. Nimm die mal mit, ne? Das sind aber viele, oder? Ja, das ist so ein richtiger Kaviarballen oder sowas. Sieht zumindest irgendwie so aus. Schon, ne? Vielleicht kommen da ja mehrere raus. Wird doch umso besser, oder nicht? Ja, also im Internet steht... Also hier steht... Vorsicht, mein Müll liegt da. Nicht einsammeln. Ich muss das mal auf Englisch vorlesen. Ja. They will also always hatch when right-clicked into water. Okay, also schlüpfen die, wenn ich einmal right-click ins Wasser, also rechtsklick mache. Ja, aber dahinter steht into water of sufficient... Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist.
sufficient area for the creature. Also passende Gegend. Oder was richtig, ist das? Was ist eine passende Gegend? Kann man das auch herausfinden? Moment. Machen wir mal hier ein kleines Loch rein. They spawn in shallow waters and rarely in deep waters. Ja, was heißt deep? Es ist zwei tief, das Wasser hier. Ah, unter Wasser. Ist einer geschlüpft, guck. Ach, flach heißt das, flaches Wasser. Ja, die schlüpfen, ganz viele. Wie viele wollen wir denn haben hier? Sag mal Stopp, wenn du von oben guckst. Ach, wie schön. Die sind ja richtig nice. Mehr? Ja. Noch mehr? Mhm. Oh nein, ich habe irgendwas gemacht. Aua. Wie viele sollen denn da rein? Ich kann mal gucken. Ich will das halt auch nicht zu überfüllen lassen. Das reicht doch, oder? Die werden ja aber auch noch wachsen, das musst du bedenken, ne? Miri sagt immer mehr. Ja, aber so groß. Nein, die werden doch nur ein Block groß, oder nicht? Stand doch hier. Achso, anderthalb Blocke. Vielleicht wachsen die auch gar nicht mehr als das. Aber ich finde, das reicht. Aber müssen die nicht auch gefüttert werden? Das müssen wir jetzt herausfinden. Also, wir haben jetzt ein schönes Becken von mehreren Nautilussen. Finde ich schon mal cool. Okay. Also, hier steht, dass im Gegensatz zu anderen kleineren Mobs können nicht getaint werden, rumkommandiert werden, gefüttert, die können nicht altern. Also die haben keine ganz entspannte Geschlechter Wesen. Und auch keine Mut. Also habe ich die perfekten Stimmung. Wesen ausgesucht, die mega entspannt sind, weil wir hier eh nie rein müssen in das Gehege. Das sind halt einfach original Fische, mit denen man gar nichts machen kann. Fische, also, die pflegeleicht sind, wolltest du sagen. Ich finde die super, die sehen schön aus. Ja, dann kann ich auch noch ein paar rein spammen, oder? Oder ist das schon enough? Ja, kannst ruhig. Ich brauche noch ein paar rein. Nee. Oh, jetzt, ich habe meine Frage. Ich bin ja im Game-Mode. Nicht, dass ich das jetzt gecheatet habe, die Dinger. Weil zu viele gekommen sind, weißt du? Weil das ja nicht verschwindet, das Item im Game-Mode. Ach so. Ich glaube, ich muss die nochmal alle töten. Und dann müssen wir es nochmal ausprobieren ohne Game-Mode. Geht nicht anders, oder? Na, viel Spaß. Ja, aber die kriegen keinen Schaden so richtig. Ist egal. Das sind ja nicht so viele, oder? Okay. Würdest du sagen, wir lassen es jetzt einfach so? Ja. Ja, ich auch, weil die kriegt man nicht tot, die Dinger. Und, ja, ist jetzt... Klar, mit denen kann man nichts machen. Aber hier fehlt Wasser, ne? Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Da unten, oder was? Soll das so? Ja, weil das Glas da einen weiter unten ist. Das liegt daran, warum? weil hier eine Ebene weiter unten ist. Ach so. Genau. Ist das so schlimm? Ich meine, wir können auch die untere Schicht da mal abnehmen, dann kannst du mal gucken. Du hast ganze Blöcke hier benutzt, oder? Wo ganze Deswegen Blöcke? Sieht das. Du hast halt ganze Glasblöcke benutzt und keine Scheiben. Ja, ja, Scheiben wären ja nur mittig gewesen. Ganze Glas. Ja, aber hier unten könntest du vielleicht Scheiben benutzen. Aber dann... Wir können es ja mal ausprobieren. Gehen wir nochmal in das Todes-Piranha-Becken. Ey. So würde es halt aussehen ohne. Dann siehst du halt unten den Rand vom Glas, weißt du? Boah, das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ich glaube, das ist besser. Ich sehe da gar nichts, wenn ich ehrlich unten bin. Unten den Rand. Hier, aber das ist nicht schlimm. Dann können wir es so lassen. Passt. Gut, dass du es gesagt hast. Sieht besser aus. So, ja, wenn du willst, kannst du uns in meinem Haus zeigen, was du noch so geändert hast. Und dann sollte das für die Folge gewesen sein. Hat sich ja richtig was getan. Alles klar. Ja, wir haben einen Garten gekriegt. Ja, ich habe unser Grundstück noch etwas umzäunt und hier Felder noch gemacht. Mhm. Blumen, Trampolin, das kennen wir schon. Ja, aber hier kommen noch ein paar Blumen hin. Und ja, unser Eingang zur Lavaquelle. Oh, okay. Ja. Könnte man halt auch wieder zubauen, ne? Aber. Oh, ich find's nicht schlimm. So, das war ja das Haus, was schon stand, ne? Oh, hier oben sind endlich Schüler. Ich sehe schon. Oh, und hier habe ich Ranken hingemacht noch draußen. Ah, cool, ja.
Oh, die kann man sogar an der Decke machen? Das wusste ich gar nicht. Nee, die sind einfach nur expandiert. So, die sind gewachsen. Ja. Bist du nach oben gegangen oder wo bist du? Mhm. So, Stühle endlich. Juhu. Setz dich zu mir. Wie ist die Kameraperspektive komisch, wenn man in die Außenperspektive geht? Oh ja. Ich sehe ganz nah mein Gesicht. Blablabla. Ja, ich auch. Sehr gut. Oh. Nice. Ja, jetzt hast du ihn abgebaut. Was machst du denn da? STRG musst du drücken. Ja, hab ich eigentlich gerade. Okay, da sitzt er. Ja, aber trotzdem schön. Jetzt haben wir so die schöne Stühle hier. Das Badezimmer, das kenne ich ja schon. Schlafzimmer, habe ich auch, glaube ich, schon gesehen. Habe ich das schon im Video gezeigt, das neue? Ich weiß es gar nicht. Ja. Okay. Sehr schön. Ist hier auch schon irgendwas drauf? Nee. Hier, ich habe ja nicht mal an dem Haus weitergearbeitet. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich dachte nur, wir gucken noch mal einmal zum Ende des Videos so den Fortschritt hier an. Weil das sind ja so die Sachen. Hier sind auch noch so Haken für Jacken. Mensch, hast du Schluck auf? Weil das sind ja so Sachen, die kriegt man nicht immer mit. Und ich würde sagen, jetzt soll es das auch gewesen sein mit der Folge. Der Mond geht auf. Ach. Und Miriam und ich haben, denke ich mal, gut was geschafft, diese Folge. Eine neue Dinosaurierart, beziehungsweise ist es ein Dinosaurier? Ich weiß es nicht. Eine Urzeitwesenart ist in unserem Park. Ich freue mich darüber. Und das letzte Wort hat wie immer die liebe Miri.